Lieben und herzlich willkommen zu meiner ersten Kurzinterpretation, Rezension der Bittersweets. Und zwar geht es heute um die Bittersweets, die kleinen Bonbons aus dem Carlsen Verlag im März 2015. Vielleicht haben ja einige von euch mitgekriegt, und zwar gibt es neben Impress das digitale Imprint Bittersweets, und da werden kleine Inowellen veröffentlicht. Ja, und dieses Mal gehen die Inowellen oder die kleinen Bonbons, wie der Verlag uns so schön sagt, die man naschen kann zwischendurch, in die dritte Runde. Und dieses Mal sind dabei Lügen haben blaue Augen, dann Mondscheinkuss und Nebelfunke. Ich habe alle drei ziemlich schnell genascht, denn sie haben meistens ungefähr eine Länge von 70 Seiten, kosten 1,49 Euro und sind, wie der Name schon sagt, bei den Inowellen als E-Book zu bekommen. Ja, ganz speziell heute das erste Bittersweet, und zwar Lügen haben blaue Augen. Die Autorin Alexandra Fuchs und ich haben festgestellt, Lügen haben auch braune Augen. Meine. Und ja, beim Lesen dieser kleinen E-Shorty oder E-Novelle hat mich begleitet der liebe Timmy. Timmy ist aus der Aktion von Häkelenten tanzen nicht, wo Alex zusammen mit Jennifer als Co-Autorin zuständig war, und Timmy hat mich ganz fleißig unterstützt, denn wir haben einen Gummibärchenkrieg veranstaltet. Ein Gummibärchenkrieg. Es gibt ja bei den Inowellen, muss ich sagen, immer mal wieder so drei Wörter, die diese Inowellen beschreiben, und unter anderem war da auch dann bei Lügen haben blaue Augen ein Gummibärchenkrieg dabei. Den führen diese zwei Gummibärchen jetzt nicht, denn die landen in meinem Mund. Aber ja, worum geht es in dieser Inowelle? Und zwar geht es um Lena. Und Lena ist 17 und ungeküsst. Was in ihrer Meinung, ihrer Meinung nach gar nicht geht. Und sie erfindet einen Freund. Und zwar den Markus. Und Markus ist der, ja, ihr Nachbar sozusagen, er wohnt nebenan. Die beiden kennen sich schon seit langem. Und es ist aber ein Problem. Und zwar haben die beiden sich auseinandergelebt. Ja, bei 70 Seiten gibt es natürlich immer nicht so viel zu erzählen, ohne dass ich euch jetzt so viel wegnehmen würde. Aber ich habe mir ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen was anderes vorgestellt. Es ist Lügen haben blaue Augen. Ist das einzige Buch, was im Contemporary-Bereich diesmal ist. Alle beiden anderen Titel sind Fantasy-E-Shorts. Und ich weiß nicht, ich habe ein bisschen irgendwie nur mit Witz gerechnet. Es hätte mir aber klar sein müssen. Und zwar hat ja der Impress-Titel Häkelenten tanzen nicht auch eine ernste Seite, der mir sehr gut gefallen hat übrigens, ja, Empfehlung nebenbei, Schleichwerbung, genau das ist hier auch eingebaut. Also Lena macht sozusagen Fehler, die menschlich sind, und sie wächst auch dran, also kurz und knackig so ein bisschen Entwicklung mit in diese E-Short reingebracht. Witz ist natürlich auch vorhanden, also ich konnte auch lachen, und Timmy hat sich auch sehr wohl gefühlt. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Diesen halben Stern leider weniger, eben weil es ein bisschen anders war, als ich erwartet habe. Aber ich denke mal, mit 4,5 Sternen kann man auch gut leben. Dann hatte ich als zweites gelesen Nebelfunke. Ich muss ja sagen, mit Nebelfunke kannte ich Regina Meißner schon aus dem Impress-Titel Alytenfluch, den ich ja leider damals abgebrochen habe. Also es war ein Did-Not-Finish-Buch, ein DNF-Buch. Es hat leider nicht, ja, zu mir, also mir hat es nicht gefallen, und deswegen habe ich gesagt, naja, bevor ich das Buch jetzt irgendwie schlecht rezensiere, breche das ab, nenne die Gründe. Und es ging mir mit Nebelfunken leider auch so.
Es war... Mir hat einfach die Art und Weise nicht gefallen. Also nicht, dass ich jetzt diese E-Short abgebrochen habe. Dafür sind 70 Seiten nun wirklich zu kurz. Aber dieser Einstieg war für mich irgendwie schon komisch. Und zwar ist das in unserer heutigen Zeit und es öffnet sich und die Hauptcharaktere ist dabei oder beobachtet, wie sich ein Portal öffnet, wo neben verschiedenen erwachsenen Personen in Kutten und auch ein junger Mann halt rausschreitet und ich weiß es nicht, es war entweder war es der Schreibstil, der mir nicht zugesagt hat, so von der Art und Weise, der Einstieg, der Schreibstil, die Art, ich kann auch leider nicht sagen, ob ich irgendwie beeinflusst war halt, dass ich wusste, ja, das ist von Regina, da wäre es vielleicht ganz schön, obwohl das auch nicht, wo ich sage, okay, ich kann verstehen, warum Autoren dann Pseudonyme erfinden. Es tat mir ein bisschen leid. Ich habe dem Ganzen dann 3 Sterne gegeben, weil eine E-Short mit 70 Seiten, die kann auch nicht ganz schlecht sein. Also das geht auch wieder nicht. Deswegen 3 Sterne und die waren okay und... ja, vielleicht werden wir eines Tages beide noch warm, vielleicht aber auch nicht. Ich denke mal, man kann leider nicht mit jedem glücklich werden. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch von Ann-Kathrin Wolf gehabt, Mondscheinkuss. Und unter Mondscheinkuss konnte ich mir gar nichts vorstellen. Ich habe den Klappentext nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und als ich dann irgendwie die ersten Zeilen gelesen habe, war ich gleich... beeindruckt. Naja, beeindruckt. Es war überraschend. Es war spannend. Und zwar geht es um Ariadne. Und Ariadne hat gleich für mich so, zack, griechische Mythologie, der Faden der Ariadne. Und es geht auch wirklich tatsächlich ein bisschen um die griechische Mythologie. Und zwar ist Ariadne eine Nymphe. Und sie landet gleich auf den ersten Seiten auf einer einsamen Landstraße, weil ihr ein Streich gespielt worden ist. Sie ist sozusagen aus ihrer Welt in unserer Welt gelandet und nach einer kurzen, für sie sehr abenteuerreichen Reise, sie versucht nämlich zum Beispiel den Busfahrer zu bezirzen, weil sie keine Fahrkarte hat. Ihr könnt euch vorstellen, das geht natürlich daneben. Und als sie endlich in der Stadt ankommt, lernt sie Matt kennen und ja, dann geht's eigentlich los und das war wirklich eine süße E-Short, die mich überraschen konnte. Es gab zwar ein paar kleine Sachen, wo ich sage, die haben vielleicht mich nicht ganz überzeugen können. Ich neige auch nicht ganz dazu, bei E-Shorts zu sagen, boah, Wahnsinn, 5 Sterne. Das Ganze hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich kann trotzdem, obwohl ich mit Nebelfunke so ein bisschen meine Probleme hatte, kann ich euch die E-Shorts immer ans Herz legen. So meinen Informationen zufolge oder soweit ich weiß, wird es eine kleine Pause jetzt geben. Und es wird dann im Sommer eine Sommeraktion geben, wo es, glaube ich, wieder neue E-Shorts gibt. Ansonsten, falls ihr sie noch nicht kennt, gibt es eine wunderbare Auswahl. Im Januar gab es ja 6 E-Shorts, im Februar 3 und jetzt eben die 3 im März, die ich euch vorgestellt habe. Schaut doch einfach mal rein. Sie sind wirklich sehr schön zum Naschen für die Bahnfahrt, für die Busfahrt, für zwischendurch, für die Badewanne. Ja, wenn ihr vorm Einschlafen kein neues Buch mehr anfangen möchtet, dann könnt ihr auch gerne eine naschen. Ich kann sie euch nur ans Herz legen und bin wirklich ein Fan davon geworden. Ja, soviel auch zu den E-Shots. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.